sehr geehrten liebe Gäste, es ist mir jeweils eine Freude, Sie als Freunde des Hauses begrüßen zu dürfen. Und wir sind uns auch im Stiftungsrat einig, dass es eine ehrenvolle Aufgabe des Stiftungsrates ist, Ihnen ein herzliches Willkommen zu sagen. Im Programm für den heutigen Abend ist uns ein Lapsus passiert und so darf leider nicht ich das Grußwort an Sie richten und all denen danken, die fürs Gelingen der Ausstellung beitragen, sondern gebe das Wort sehr gerne an meinen Stiftungsratskollegen, Herrn Hans-Jörg Nipp. Danke, Renate. Werte Gäste, also im Namen des Stiftungsrates darf ich alle recht herzlich begrüßen. Nach der Vorbegrüßung von der Renate, es hat noch weitere Kollegen vom Stiftungsrat hier im Plenum. Na, wer hat nicht ganz fasziniert den Märchengeschichten der Eltern und der Großeltern zugehört? Wer nicht von uns? Das kennt doch jeder. Ja? Wer hat sie nicht mit Augen und Ohren verschlungen, diese Märchen mit ihren fantastischen Figuren? Mit Zauberern, Hexen, Riesen, Zwerge, aber auch mit geistigen Tieren, die sich wie Menschen verhalten. Die Märchen sind eigentlich eine mündliche Überlieferungsart. Sie sind dann irgendwann einmal aufgeschrieben worden und sie kommen ja praktisch in allen Kulturen vor. Dank bekannter Sammler wie beispielsweise die Brüder Grimm oder auch Afanasiew oder Andersen sind uns die Märchen erhalten geblieben und in jetzige Zeit transformiert worden. Aber diese Ausstellung, die zeigt etwas ganz Spezielles von den Märchen. Eine ganz fantastische Art, wie man Märchen und Sagengestalten darstellen kann, und das ist wahrscheinlich sehr einmalig, speziell mit dieser hochwertigen Schneide und Meißel und weiß nicht welcher Technik, auf jeden Fall. Es ist ganz faszinierend, wie das ausschaut. Ich mache es kurz. Der Stiftungsrat des Liechtensteinischen Landesmuseums wünscht den Ausstellern, dem Museum sehr viel Erfolg. Viele Gäste und viele Besucher, die sich wieder in die Märchen vertiefen können. Danke.